Findet dieser Kampf unter besonderen Regeln statt. Lassen Sie mich beide Athleten vorstellen. Die Rote Ecke, 33 Jahre, 1,80 Meter groß, exakte 70 Kilogramm. Sein MMA-Rekord, 17-6-1. Er kommt vom Bright Game aus Düsseldorf. Meine Damen und Herren, die Rote Ecke, sein Gegenüber, 31 Jahre, 1,71 Meter groß, auch er, exakte 70 Kilogramm. Sein MMA-Rekord, 12-6-0. Er kommt vom Boxkampf aus Vienna. Die blaue Ecke, recht herzlich willkommen für den Schranz! Auf dieser Kampf, meine Damen und Herren, ist eingesetzt über 3 Runden, 5 Minuten. Und ich sagte, spezielle Regeln. Das heißt, unter anderem am Boden, Knie zum Körper erlaubt, Soccer-Kicks sind erlaubt. Und wer sich im MMA auskennt, nach Bright-Regeln wird dieser Super-Prestige-Kampf ausgetragen. Dritter Mann im Ring ist Herr Kurt Brown. Und das ist wirklich ein Real Fight bei Superior FC! Game time, please.
Berlin. Berlin. Komm, Juli! Komm, Junge! Runde 1, Round 1. Schön. Schön, noch länger. Schön, noch länger. Genau so. Schön. Ja, ja. Lass ihn. Schön. Schön. Ja, ja, ja. Genau so. Soll ich ja bringen? Ja, genau so. Gleich zwei. Guck, guck. Vielleicht kommt die zweimal. Ja. Schön, Norden, Junge. Schön. Vielleicht kommt die zweimal die rechte hinter. Stechen, Norden, stechen jetzt. Ey, Junge. Norden, genau so. Norden, bring die linke zweimal vor. Genau so. Zweimal die linke, nicht ein. Bisschen länger drin. Genau ja, so, Junge, genau so. Gerade gar nichts. War nicht wirklich. Nur zweimal jetzt, passt die. Genau so. Atme, Junge. Alles gut. Ja. Bleib konzentriert. Ja. Bleib konzentriert. Schön. Ja, schön. Eine, zwei und drei. Genau so. Genau so. Passt genau. Ich habe die Zeit jetzt gespielt. Ja, klar. Stopp mal. Ja, klar. Passt genau. Alles gut. Bleib konzentriert. Alles gut. Fang nicht unkonzentriert. Nicht unkonzentriert anfangen, bitte. Konzentrier dich jetzt. Konzentrier dich. Erst eine, dann zwei. Genau so weitermachen, Junge. Genau so. Bleib konzentriert in Körperspannung, Nordi. Komm, Junge. Okay. Genau so weiter. Genau so weiter. Gucken, gucken. Genau so. Ja, rechte fängt ab. Weiter, weiter. Schön. Linke raus, Nori. Linke raus. Die linke Nori. Du zuerst, Mann. Du zuerst, Nori. Komm, Nori. Bring die linke raus. Genau so, komm, Junge! Komm, Junge! Richtig! Ich halte herzlich, Junge! Und schnell! Komm, 1-2! Dann setz die rechte hinterher rein! Genau, linke Hocken, rechte Grad! Linke! Ja, ja! Genau so, Junge! Kann ich mit rechts ab? Genau so! Hey! Ja. Sauber! Ja. Sauber! Yeah. Bleib konzentriert, Sorin! Digga, ganz ruhig! Du hast Zeit! Geh mal weiter! Ich bin da die komische Rechte da! Gucke! Komm! Ja, du zuerst, Junge! Schön! Bring mal zwei gleich, komm! Das passt! Ja, ja, aber so. Nicht halbherzig. Norden. Komm, Junge. Norden, gleich kommt führen. Führen, führen, schlagern gleich, Norden. Komm, das passt. Ja. Aber besser. Komm. Schneller, Junge. Hoch, hey. Ja. Weiter. Aus der Distanz. Genau so. Ja. Hey. Jawohl, Norden.
Komm, Digga, weiter so. Aber wir vergessen ganz ruhig, aber stramm. Dein Kurs nicht vergessen, den stramm sein. In die Hand helfen. Ja. Und gleich bringst du die zweimal. Komm, schnell. Komm, Junge, Genauso. Komm, Junge. Letzte Minute, Junge. Komm, Junge. Step rüber. Weiter, Nordin. Ja, so, komm, 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 jetzt. Jetzt komm, kick, kick. Weiter. Weiter. Komm. Weiter, weiter, weiter. 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 Jetzt ist es auch. Nein, fokussiert, Nordin. Super. Zwei Hände, Nordin! 30 Sekunden, Philipp! Frisch! Frisch! Nordin, bring die rechte raus, Mann! Rechte! Yeah! Komm, Nordin, box weiter, Mann! 10 Sekunden noch! Ja! Weiter, weiter, weiter! Weiter, box, Nordin! Aufwärts, Nordin! Komm jetzt! Aufwärts! Edin, Mirsch! Edin, Mirsch! Jetzt aufwärts! Zweite Runde, Round 2. Lang, wenn du die schlägst. Ja!
dich und dann sind die zweimal Ringsfelder um, Junge. Lauf auf die Rachziehung, den Kopf oben hin. Hey! Lass die oben die linke. Pass auf, wenn der kommt, bringst du die rechte. Ja, 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 ja. Schau dir die Wand drin, die Wand drin. Rach da halt. Ja. Komm, das ganz los, das los. Wo ist die rechte, wo ist die rechte, wo ist die rechte? Wo? Weiter. Hey! Yeah. Nordin, relax! Nordin! Hey! 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 So! Ja, also meine Damen und Herren, ein bisschen Fair Play bitte, ja? Weil auch in diesem Fall die Gesundheit des Sportlers zählt als allererstes. Mein Gott, du! Hätte jetzt totgeschlagen mit dem Rechten. Das Ergebnis. Unser Ringarzt Johannes Boxler stoppte den Kampf in der zweiten Runde nach einer Kampfzeit von 1:43. Und damit Sieger, die rote Ecke, Nordin, der Bistoffenker, Aschmi. Aber auf den Philipp Schranz, meine Damen und Herren, einen richtig schönen, dicken Applaus. Und wie gesagt, meine Damen und Herren, die Gesundheit des Sportlers zählt und steht an allererster Stelle. Weil so ein Cut über dem Auge, ich kenne das, kann ganz üble, böse Folgen haben. Aber riesen Applaus für beide Kämpfer nochmal, meine Damen und Herren. Für die Nordin und den Philipp. Philipp, kommt das her. Erstmal, schade, aber bis dahin ein guter Kampf. Wenn ich dir so ins Auge gucke, ja, es ist ein ganz schönes Ding. Ich weiß, du bist nicht mit einverstanden mit der Meinung vom Arzt, aber mal dein kleines Einblick irgendwie zu diesem Kampf. Ja, das ist mir auch gerne weitermachen. Natürlich hat nichts dagegen, noch eine Runde zu machen, aber der Arzt sagt stopp, das ist eine Entscheidung, okay? Nordin hat. Ich war mal super getroffen, ich habe ihn auch super getroffen. Ich glaube, es war ein guter Kampf im Publikum. Ich hätte gern damals die Seite gehen, aber es ist eine Entscheidung, er schaut auf den Kämpfer und er versteht seine Entscheidung, aber ja, ich sage nochmal, ich hätte gerne noch weiter gekämpft. Meine Damen und Herren, Philipp Schranz.
Und ich weiß, ihr steht euch irgendwann mal wieder im Ring gegenüber. Und dann kann man mal sehen, gleich rechts raus. Nadine, komm her. Thomas. So, erstmal auch du, wenn ich dich so angucke. Also ich muss sagen, deiner ist tief. Ich kann dir sagen, wir haben uns beide nichts geschenkt auf jeden Fall. Das ist dasselbe Karte wie ich, nur auf der anderen Seite. Ja, und seiner ist tiefer. Das erinnert mich irgendwie an den Klitschko-Kampf. Hallo? Sag dir. So, Manni, deine kurze Resümee dieses Kampfes. Also, ich bin erstmal sehr, sehr stolz drauf, dass der Philipp diesen Kampf angenommen hat. Er hat auf jeden Fall auch bewiesen, dass er in Europa auf jeden Fall zu der Spitze gehört. Ein Riesenapplaus für den Philipp. Ich möchte mich hier nochmal für alle Leute und für alle Jungs bedanken, die mich hier lautstark unterstützt haben. Auch für den Philipp, der seinem Mann hier gestanden hat und diesen Kampf ermöglicht hat. Des Weiteren möchte ich auf jeden Fall meinen Trainerstab danken. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall der Stefan, der Thomas. Das Bright Gym, meine anderen Jungs, auf jeden Fall die Kölner da hinten, die sind auch nicht ganz ohne, die Herzleute. Und danke auf jeden Fall an Superior, dass sie diesen Kampf ermöglicht haben. Ein riesen Dankeschön auf jeden Fall an diese Veranstaltung und alle Leute, die mich hier lautstark unterstützt haben. So, eine Frage noch, wenn der Cut verheilt ist, wie geht's dann weiter bei dir? Ich hab da was Leuten gehört. Ja, das geht schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es wird voraussichtlich, glaube ich, der letzte Fight für mich sein. Also auf jeden Fall erstmal hier in Deutschland. Die UFC steht bei mir vor der Tür, Leute. Das war... Ein Deutscher in der UFC. Aber das war noch nicht dein letzter Kampf in Deutschland, Lonnie. Jetzt Versprechen musst du geben. Versprich mir in die Hand. Das war heute nicht dein letzter Kampf in Deutschland. Sprechen ist natürlich, was noch schöner wäre, wenn die UFC wieder in Deutschland ihre zweite Veranstaltung macht und ich dann dabei bin. Das wäre ein schönes Ding auf jeden Fall. Dankeschön. Also, alle auf UFC abstimmen. Ich muss wieder zurück nach Deutschland. So, meine Damen und Herren, wir legen jetzt eine kleine Pause ein.